Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr Lieben. Ich habe mir mal gedacht, ich mache dieses Mal was anderes und zwar aus dem Uber in Mexico City. Mexico City, 25 Millionen Einwohner hat der Großraum. Im letzten Video habe ich 9,2 Millionen gesagt. Der Großraum hat tatsächlich 25 Millionen Einwohner. Wirklich krasse Stadt, aber wunderschön grün überall, wie ihr sehen könnt. Ist echt eine schöne Stadt, ist wirklich ganz toll, kann ich allerwärmstens empfehlen. Was ich auch allerwärmstens empfehlen kann, bevor ich dir sage, wie du deinen Traum-NFT findest, ist das NFT-Magazin. Da ist der Link hier drunter unter diesem Video. Da kannst du das Magazin finden, kannst es dir kostenlos als PDF holen, kannst es dir aber auch als Print nach Hause schicken lassen, was ich dir raten würde, denn das ist das erste NFT-Print-Magazin der Welt und ich glaube, das könnte mal ein Sammlerstück werden und die Auflage, die wir gemacht haben, ist auch nicht irrsinnig groß. Jo, ihr Lieben, ich habe ganz interessante Menschen kennengelernt. Erst in Marfa, Texas beim Artblocks-Event und jetzt hier auch in Mexico City. Und ihr wisst, ich versuche immer was zu lernen für euch und von den Menschen was rauszufinden. Und ich habe in Marfa einen Menschen kennengelernt, der hat 600 Chromie Squiggles gemintet. Der hat die nicht auf dem Secondary gekauft, der hat die gemintet. Wirklich ein sehr, sehr vermögender Mann. Mit dem habe ich mich ganz lang unterhalten. Und ich habe so ein paar Sachen von dem lernen dürfen. Und eine davon muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich zwar auch schon immer, aber der hat mir wirklich nochmal einen Tipp gegeben, einen ganz wichtigen, den ich euch auch gerne geben möchte und den ihr eben auch für eure NFTs verwenden könnt. Und zwar, er hat gesagt, Mike, mein ganzes reiches Leben, so wie ich es habe, habe ich mir manifestiert. Und zum Manifestieren gehört bei ihm dazu ein Vision Board oder es gibt diese digitalen Bilderrahmen, da kannst du Bilder durchlaufen lassen. Und er hat gesagt, Mike, du machst dir keine Vorstellung, ich habe mir Schecks ausgeschrieben, so wie Jim Carrey. Und immer wenn ich einen neuen Scheck ausgeschrieben habe, kam der auch wieder, ist das Geld auch wieder gekommen. Dann habe ich mir einen höheren Scheck ausgeschrieben, dann ist der auch wieder gekommen. Und dann habe ich eben angefangen, mir ein Vision Board zu basteln oder ein elektronisches Vision Board zu benutzen. Und habe damit eben noch viel mehr erreicht. Weil er sagt, wenn du so ein elektronisches Vision Board machst, ist wie so ein Bilderrahmen, so ein elektronischer, und da kannst du halt einen Scheck mit 10 Millionen durchlaufen lassen oder eben die NFTs, und zwar genau die NFTs, die du gerne haben möchtest. Einen Fidenza, einen Chromie Squiggle, einen CryptoPunk, einen Bored Ape, also alles, was du dir vorstellst. Und er sagt, wenn du das immer wieder den ganzen Tag so an deinem Arbeitsplatz, wo du die meiste Zeit bist, hier mal eine schöne Aussicht, vorbeilaufen lässt, dann processt es dein Kopf in der Nacht beim Träumen und verarbeitet es und arbeitet die ganze Zeit daran, wie du das erreichen kannst. Und deswegen sagt er, Mike, ganz, ganz wichtig, so einen Bilderrahmen dir zu holen oder ein schönes Vision Board zu basteln. Im Fabelplaner ist ja auch ein Vision Board drin. Und er sagt, damit hat er alles in seinem Leben manifestiert. Hat darüber hinaus auch noch erzählt, dass er sehr viel, meditiert, auch extrem interessant. Aber er hat gesagt, das Allerwichtigste ist, zu manifestieren, und das zweitallerwichtigste ist, das was ich auch immer mache, sehr viel zu spenden, sehr viel Geld auch wieder loszulassen, Geld in den Kreislauf reinzubringen, zurückzubringen, an Geld nicht zurückzuhalten. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du Geld für andere hergibst, die in Not sind oder die was brauchen, ich habe allein dieses Jahr schon 70.000 Euro gespendet, dann kommt dieses Geld hundertfach zu dir zurück. Und er hat gesagt, das und manifestieren, oh, jetzt wird es hier ganz gelb, hier ist überall Art in Mexiko, das und manifestieren ist das, was ihn im Leben am allerweitesten gebracht hat. Und wenn du dir jetzt deinen Lieblings-NFT wünschst, dann sage ich dir, lad dir das Bild runter, right-click save as, weißt du ja, so kann man einen NFT ganz einfach kaufen, lad dir das runter, hau ihn dir auf ein Vision Board, stell dir den dahin, wo du ihn immer siehst, und oder hol dir so einen elektronischen Bilderrahmen und stell den neben deinen Arbeitsplatz, und du wirst sehen, früher oder später, wenn du dich auch in dieses Gefühl reinbegibst, dass es schon so ist, als hättest du diesen NFT oder das Geld oder alles, was du dir wünschst, und in dieses Gefühl immer wieder reingehst, dann wird es früher oder später auch wahr. So funktioniert nämlich Manifestieren. Und ich manifestiere mir jetzt, dass jeder, der dieses Video schaut, auf den Link hier drunter klickt und sich das PDF-Magazin bestellt, weil es wirklich, wirklich geil ist, kannst du als PDF kostenlos, das PDF-Magazin, das NFT-Magazin, kannst du das PDF kostenlos bekommen oder für 4,99 € schicke ich es dir nach Hause. Das ist weniger als der Selbstkostenpreis. Also da
wirklich, das ist ein cooles Ding. Und wenn du sagst, hey, ich möchte ins NFT-Mentoring reinkommen, dann ist hier drunter der Link zu einem kostenlosen Telefonat mit einem meiner Mitarbeiter. Und dann kannst du da vielleicht schauen, ob wir uns da unter Umständen in Zukunft sehen und auch IRL treffen. In Real Life hier in Mexiko sind auch einige super nette Teilnehmer aus dem Mentoring mit dabei. Wir verbringen hier eine coole Zeit miteinander. Und ich freue mich, wenn du vielleicht auch bald dabei bist. Hier drunter sind die Links zu alledem. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Abonnier den Kanal, mach die Glocke an, sodass du kein Video mehr versäumst. Und wir hören uns dann hier wieder, wenn es heißt All Things NFT.